1862 hatte Russland gerade die Leibeigenschaft aufgehoben. In Frankreich veröffentlichte Victor Hugo seinen Roman Die Elenden und Jean-Bernard Foucault gelang die Messung der Lichtgeschwindigkeit. In den Vereinigten Staaten erhob die Regierung erstmals eine Einkommenssteuer, um den Krieg zu finanzieren. Neue Schnellfeuerwaffen wurden erfunden und veränderten das Gesicht des Krieges. Die furchtbaren Verluste am Bull Run und am Wilson's Creek wurden mit jeder neuen Schlacht übertroffen. Die entscheidenden Fragen waren: Konnte der Norden die Unerfahrenheit und schlechte Kampfmoral seiner Truppen durch seine zahlenmäßige Überlegenheit ausgleichen? Würde England sich wegen der Baumwolle auf die Seite des Südens stellen? Wer konnte den Mississippi kontrollieren? Seit nunmehr einem Jahr war die Nation gespalten. Nach einem unblutigen Kampf um eine künstliche Insel im Hafen von Charleston hatte sich der Krieg entlang einer 1000 Meilen langen Front von Manassas, Virginia bis Shanghai in Missouri ausgeweitet. Anfang 1862 standen über 1 Million Männer unter Waffen. In Clarksville am Cumberland waren die Einwohner während der harten Kämpfe um Tennessee in ihren eigenen Häusern gefangen. Auch weit ab der Schlachtfelder, im Bundesstaat Maine, litten die Bewohner von Deer Isle, wenn sie die traurigen Nachrichten aus Orten erhielten, von denen sie nie zuvor gehört hatten. Das Städtchen Winchester in Virginia sollte bis Kriegsende 72 Mal die Seiten wechseln. Sam Watkins, ein Gefreiter der Konföderation, nahm im April am Ufer des Tennessee an seiner ersten großen Schlacht teil. Elisha Hunt Rhodes, ein Verkäufer aus Providence, Rhode Island, feierte seinen 20. Geburtstag in einem Feldlager der Union. Unionsgeneral George McClellan, von seinen Truppen hoch verehrt, baute eine schlagkräftige Armee auf und führte sie nach Süden Richtung Richmond, wo Robert E. Lee schon auf ihn wartete. Den heutigen Kampf, sagte Lincoln vor dem Kongress, führen wir nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die ferne Zukunft. In seinem zweiten Jahr wurde der Krieg zu einem Kampf für die Zukunft der Freiheit. Man war an einem Wendepunkt. Zwischen Anfang und Ende des Krieges lagen Welten. Die Nation hatte eine schreckliche Tragödie erlebt und reagierte darauf ähnlich wie eine Familie. So etwas Furchtbares war einfach nicht vorstellbar. Die Verluste im Bürgerkrieg waren ja viel höher als das, was wir heute kennen. Heute gelten 10% Gefallene in einer Schlacht als Blutbad. Damals lag diese Zahl oft bei 30%, und das eigentlich am laufenden Band. Dezember 1861. Heute Nachmittag sah ich den General allein in seinem Dienstzimmer. Ich ging zu ihm und sagte: General, ich will nach Hause. Du willst nach Hause? Warum denn? Fragte er. Da mir nichts Besseres einfiel, platzte ich heraus. Ich will meine Mutter sehen. Ist sie krank? Fragte er. Nein, sagte ich. Ich hoffe nicht. Dann fragte er mich, wie lange ich jetzt Soldat sei und ob ich schon mal so lange von zu Hause weg gewesen wäre. Ich erzählte ihm, dass ich seit 7 Monaten in der Armee diente und meine Heimat vorher nie verlassen hätte. Nun, sagte der General, du hast dich gut gehalten und sollst daher 10 Tage Urlaub bekommen. Elisha Hunt Rhodes. Ich habe immer auf die einfachen Gefreiten gezielt. Sie waren es ja, die schossen und töteten. Wenn ich einen einfachen Soldaten erwischte, verbesserten sich also meine eigenen Chancen. Die Offiziere sah ich dagegen eher als harmlos an. Sam Watkins.
Sam Watkins Kompanie wurde von Hauptmann William Johnston befehligt. Sein Vorgesetzter war Oberst George Maney vom 1. Tennessee-Regiment. Die Befehlskette der Konföderierten lief weiter über Oberst William Stevens von der 2. Brigade zu General Benjamin Cheatham, Kommandeur der 2. Division von General Leonidas Polk's 1. Armeekorps. Darüber stand General Albert Sidney Johnston, Befehlshaber der Mississippi-Armee, dessen Vorgesetzter Kriegsminister George W. Randolph war. An der Spitze regierte Jefferson Davis, Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika. Die Befehlskette der Union verlief von Präsident Lincoln über Kriegsminister Simon Cameron und General McClellan, dem Kommandeur der Potomac-Armee, zu General Erasmus Keyes, dem Befehlshaber des 4. Unionskorps, zu General Darius N. Couch von der Couch Brigade und weiter zu Oberst Frank Wheaton, Kommandeur des 2. Freiwilligen Regiments von Rhode Island, um schließlich beim Gefreiten Elisha Hunt Rhodes zu enden. Während seiner Präsidentschaft wurde Lincoln von vielen bedrängt, die auf Posten aus waren. Besonders zu Anfang, weil seine Wahlkampfleiter vielen Ämter versprochen hatten. Als er einmal sehr sorgenvoll aussah, fragte ihn ein Mann: Was betrübt Sie, Herr Präsident? Und Lincoln sagte: Die Zitzen reichen nicht für so viele Ferkel. Abraham Lincolns Probleme beschränkten sich nicht allein auf den Kampf gegen die Rebellen. Sein widerspenstiges Kabinett umfasste Vertreter der ehemaligen Whigs, Sklavereigegner der Free Soil Party und Unionsdemokraten. 4 Mitglieder waren bei der Präsidentschaftsnominierung seine Rivalen gewesen und überzeugt, dass sie selbst bessere Präsidenten sein würden. Außenminister William H. Seward hoffte, Lincolns Amt übernehmen zu können. Finanzminister Salmon P. Chase war auf Sewards Posten aus. Mary Todd riet ihrem Mann, beide zu entlassen. Lincoln feuerte stattdessen Kriegsminister Simon P. Cameron, der so korrupt war, dass er nach Lincolns Worten alles außer einem rotglühenden Ofen stehlen würde. Der neue Kriegsminister Edwin M. Stanton, ein fähiger, skrupelloser Demokrat aus Ohio, beschwerte sich über die peinliche Beschränktheit des Präsidenten. In einem war sich das Kabinett jedoch einig. General George McClellan rückte nicht schnell genug gegen die Konföderierten vor. Die Armee, sagte Kriegsminister Stanton, muss entweder kämpfen oder fliehen. Mit den Champagner- und Austerngelagen am Potomac River muss Schluss sein. Liebe Ellen, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich diese erbärmlichen Politiker anwidern. Sie sind ein verabscheuungswürdiger Haufen. Seward ist ein übereifriger, inkompetenter Schnösel, der sich in alles einmischt. Der Präsident ist nichts weiter als ein wohlmeinender Pavian. George McClellan. Der Präsident studierte militärische Abhandlungen, beriet sich mit Offizieren und schlug ärgerlich vor, wenn General McClellan keine Verwendung für die Armee hat, möchte ich sie mir für eine Weile ausleihen. Schließlich befahl er McClellan, nach Manassas Junction vorzurücken und dann Richmond einzunehmen. Doch McClellan war nicht von der Stelle zu bewegen und legte sich stattdessen mit Fieber ins Bett. McClellan wollte nicht direkt gegen die, wie er unterstellte, gewaltige Armee der Konföderierten antreten, die er inzwischen in North Virginia vermutete. Sein Plan war, die eigenen Truppen mit Schiffen nach Fort Monroe an die Spitze der Landzunge zwischen den Flüssen James und York zu bringen. Von dort aus wollte er über die Halbinsel vorrücken und die Hauptstadt der Konföderierten einnehmen. In der Hoffnung, endlich Taten zu sehen, stimmte Lincoln zu. McClellans Armee sollte sich Mitte März in Bewegung setzen. Sie hatte nach der Schlacht am Bull Run 8 Monate lang in Washington verharrt. Neben all seinen Schwierigkeiten hatte der Präsident Freude an seinen Söhnen. Der Älteste, Robert, studierte in Harvard. Der 11-jährige Willie und der 8-jährige Thomas, genannt Ted, tobten durchs Weiße Haus. Der wissbegierige Willie schrieb Gedichte und lernte Eisenbahnfahrpläne auswendig. Er hatte ein Bataillon aus Schulkameraden aufgestellt und störte mit seinen Truppen nur zu gern die Kabinettssitzungen.
Im Februar wurde er krank und die Ärzte diagnostizierten Gallenfieber. Seine Eltern wachten Tag und Nacht am Bett des Jungen. Am 20. Februar starb Willy. Was da durch das Wasser heranflügte, sah aus wie ein riesiges, halb untergetauchtes Krokodil. Am Bug konnte ich den eisernen Rammsporn erkennen. Zu Beginn des Krieges verfügte die Konföderation über keine Marine. Doch im Herbst 1861 schraubten Ingenieure Eisenplatten an den Rumpf der Dampfregatte Merrimack und bauten so ein Kriegsschiff, das stärker als alle Schiffe der Union war. Der Norden bekam schnell Wind von dem Ungetüm. Und Kriegsminister Stanton fürchtete, das Dampfschiff könnte den Potomac herauffahren und das Weiße Haus unter Beschuss nehmen. In ganz Amerika gab es wohl nur einen Mann, der die Merrimack stoppen konnte, und er war nicht gut auf die Marine zu sprechen. Der schwedischstämmige Erfinder John Ericsson war ein stolzer, eitler und übellauniger Mann, der sich von der Regierung um den Lohn für Jahre zuvor geleistete Dienste betrogen fühlte. Doch als Marineminister Gideon Welles ihn anflehte, etwas gegen die Merrimack zu unternehmen, entwickelte Ericsson eine erstaunliche Konstruktion. Statt der 10 Geschütze der Merrimack besaß sein Schiff nur 2 Kanonen. Aber sie waren auf einem rundum drehbaren Geschützturm installiert. Obwohl sein Schiff komplett aus Eisen bestand, versicherte Ericsson, dass es wie eine Ente schwimmen würde, selbst wenn der Seegang es zu überspülen drohte. Erfahrene Marineoffiziere lehnten den Entwurf ab. Doch Lincoln setzte sich durch. Nur 100 Tage später, am 30. Januar 1862, lief Ericssons Schiff in Manhattan am East River vom Stapel. Es wurde auf den Namen Monitor getauft. Dieses einzigartige Kriegsschiff verfügte über 47 patentfähige Erfindungen. Wir trieben zunächst auf die New Yorker Seite und dann Richtung Brooklyn. Immer kreuz und quer über den Fluss, wie ein Betrunkener auf dem Gehsteig. Das Schiff reagierte überhaupt nicht auf das Steuerruder. Auf See angekommen, lief Wasser ins Schiff und die Ventilatoren versagten. Die Monitor füllte sich mit Gas, sodass die Mannschaft fast ohnmächtig wurde. Doch sie dümpelte weiter nach Süden. 400 Meilen entfernt, vor der Küste von Virginia, wartete die Merrimack. Samstag, 8. März. Waschtag für die Unionsflotte in Hampton Roads, Virginia. Auf den Decks der Kriegsschiffe trocknete die Wäsche, als das Panzerschiff Merrimack direkt auf die USS Cumberland zusteuerte. Die Cumberland eröffnete das Feuer, doch die Schüsse prallten am Rumpf der Merrimack ab. Das konföderierte Schiff rammte die Cumberland und lag nun so dicht neben ihr, dass sich die Geschützmündungen fast berührten. Schließlich sank die Cumberland im seichten Wasser. Anschließend setzte die Merrimack die USS Congress in Brand, trieb die USS Minnesota auf Grund und zog sich dann für die Nacht zurück. Einen Tag lang